ihr Lieben, an diesem wunderbaren Tag von Lachhochkanil, 10 Kanälen. Die Kraft des heiligen Samens, die Kraft des Wachstums, der Schönheit und des uralten Wissens. Ja, heute sind Tage, um Samen zu säen, um die Samen für das neue Bewusstsein zu säen. Und genau deshalb nehme ich am heutigen Tag dieses Video für dich auf. Für dieses Video kam die Vision schon vor einigen Tagen und mein Sohn erinnert mich jetzt immer wieder daran, dieses Video für dich aufzunehmen. Es geht heute um die Kinder der neuen Zeit und wie die Kinder der neuen Zeit den Weg in die neue Zeit öffnen für uns alle, wenn wir ihnen zuhören. Und es geht auch darum, dich daran zu erinnern, dass auch du schon ein Kind der neuen Zeit warst, beziehungsweise natürlich immer noch bist, das einfach nur höchstwahrscheinlich vergessen hast. Ja, ich habe heute mein neues Tuch umgehängt. Das habe ich von einer der Hebammen geschenkt bekommen, von der Hebamme Isabel aus Santa Catarina, dass sie mir einfach in liebevoller Schwesternschaft überreicht hat, mich dabei auch umarmt hat. Genau, und sie hat sich ganz herzlich dafür bedankt, dass ich das alte Wissen und damit auch ihre Arbeit unterstütze. Ja, und das hat mich sehr, sehr berührt. Und ich habe ihr dann natürlich auch für ihre Arbeit gedankt. Und ich finde es einfach noch so wunderbar und damit möchte ich kurz einsteigen. Für alle, die mein Geburtsvideo angeschaut haben. Es ist einfach so anders, hier eine Geburt zu erleben. Es ist einfach so anders, hier die Zeit nach der Geburt zu erleben. So in völliger Schwesternschaft. Die Hebammen, die einfach da sind, die dir Tee mitbringen, die dich massieren, die mit dir in den Tuch, mein Tuch ist da vorne, in den Tuch gehen, in den Schoß der Erde, wo sie dich waschen, wo sie dich reinigen auf allen Ebenen, wo sie deine Chakren wieder schließen, wo die Gebärmutter wieder zurück erinnert wird, an welchen Platz sie zurückkehren darf. Und es ist so mit so viel Dankbarkeit, mit so viel bedingungsloser Liebe verbunden, dass es mich immer wieder berührt. Und ich habe meinen letzten Tuch jetzt am Samstag gehabt, vor ein paar Tagen. Genau, und danach überreichte mir Isabel dieses Tuch. Und es war einfach so schön wieder mal. Es war so erinnernd, so heilsam, so umfangend. Und ich sage ja auch immer, wie wollen wir Mamas gute Mama sein, wenn wir selber nicht mehr in unserer Kraft sind. Wenn wir gleich nach der Geburt überfordert sind mit dem Alltag, wo niemand für uns da ist. Und ich kenne auch das. Meine ersten 3 Kinder sind in Deutschland geboren und besonders bei den ersten beiden war ich alleine. Robert hat gearbeitet, meine Mama, keiner von meiner Familie war in der Nähe und es war einfach so ganz anders. So eine, ja, vielleicht Überforderung wirklich in dem Moment auch von diesem Nicht-Gehalten-Sein und mittlerweile gibt es in Deutschland ja zum Glück auch Doulas und viele weitere wunderbare Frauen, die auch Frauen nach der Geburt unterstützen. Aber damals war das noch sehr, sehr selten und sehr wenig und ich kannte davon gar nichts. Denn das war ja auch lange, lange vergessenes Wissen, die weibliche Kraft und die Kraft der Schwesternschaft. Und hier wird es einfach noch so gelebt und es ist einfach so heilsam. So nährend und heilsam. Und diese nährende Kraft, die wir empfangen als Frauen durch die Hebammen, durch die Kräuterfrauen, durch die Maya-Priesterinnen, diese nährende Kraft können wir dann natürlich auch an unser Baby weitergeben, an unsere Familie weitergeben. Und das ist, was hier immer wieder gesagt wird. Frau und natürlich auch Mann müssen in ihrer Kraft sein, damit sie auch ihre Kinder begleiten können, in ihre Kraft zu kommen. Ja, und so bin ich jeden Tag sehr, sehr dankbar für das, was ich erleben darf, für die wundervolle Geburt, die ich erleben durfte, für mein wunderbares Kind der neuen Zeit.
Und ich kann von meinen Kindern sagen, ja, sie sind alle Kinder der neuen Zeit. Und ich bin mir sicher, dass auch du das von deinen Kindern berichten kannst. Was bedeutet es, ein Kind der neuen Zeit zu sein? Es bedeutet, dieses Kind bringt eine andere Energie mit. Eine andere Energie, als hier im Kollektiv verankert ist. Ja, und wenn du dich daran erinnerst, all diese Gefühle, die du sicher noch in dir hast und an die du dich erinnerst, wie es war, Kind zu sein, wie es war, Jugendliche zu sein, selbst wie es ist, erwachsen zu sein in dieser Welt. Und immer dieses Gefühl in sich zu tragen, irgendwie bin ich anders. Immer diese Frage, gehöre ich hier überhaupt hin? Bin ich vielleicht in der falschen Familie gelandet? Oder vielleicht sogar bin ich auf dem falschen Planeten gelandet? Ja, das sind die Fragen, die die Kinder der neuen Zeit begleiten, weil sie natürlich von Beginn an spüren, dass sie als bewusste Seelen in einer unbewussten Welt inkarniert sind. Natürlich haben sie das als Seelen auch entschieden, aber trotzdem, wenn wir dann in diese Welt kommen, vergessen wir ja auch sehr schnell vieles und fühlen uns oft hier falsch. Ja, das sind wirklich Zeichen, an denen du erkennen kannst, dass du ein Kind der neuen Zeit bist, dass dein Kind ein Kind der neuen Zeit ist. Und wir wurden damals nicht gehört. Viele von uns hatten Gaben, manche haben diese Gaben nicht gezeigt, andere haben diese Gaben versucht zu zeigen. Wir waren sehr verbunden, sind vielleicht immer noch sehr verbunden mit unseren Sinnen, mit unserem Fühlen, auch mit Visionen, mit Träumen. Und als wir Kind waren, haben wir noch sehr gespürt, was unsere Aufgabe hier ist. Vielleicht konnten wir das nicht mit Worten beschreiben, weil wir diese Worte damals noch gar nicht hatten. Wir hatten ja noch nicht so einen großen Wortschatz. Aber wir haben gespürt, dass wir eine Aufgabe hier haben. Ja, und dann haben wir vergessen oder zumindest teilweise vergessen, weil wir gemerkt haben, eigentlich ist hier niemand, der mir zuhört. Vielleicht habe ich es versucht, mit meinen Eltern zu reden oder auch mit Lehrern zu reden. Doch niemand hat mir geglaubt, niemand hat mich gehört. Und was ist dann geschehen? Ja, dann habe ich gelernt, es ist einfacher, nicht zu sprechen, das einfach in mich hineinzudrücken. Und mich genau wie alle anderen einfach versuche, an diese Welt anzupassen. Und so haben wir vergessen, dass wir Kinder der neuen Zeit sind, mit dem Auftrag, die Samen des Neuen zu sehen, mit dem Auftrag, den Weg in die neue Zeit zu öffnen. Das haben wir vergessen. Ja, und dann kamen diese wunderbaren Wesen zu uns, unsere Kinder. Die nächste Generation von Kindern der neuen Zeit. Um uns wieder zu erinnern, wer wir sind. Um uns zu erinnern, dass wir eben hier sind, um diese Samen zu säen, um den Weg zu öffnen. Dass wir hier sind mit einem Seelenauftrag, um diesen Auftrag auch zu leben. Und manchmal hat uns das vielleicht angetriggert. Manchmal sind wir in das gleiche Muster gefallen wie damals unsere Eltern und haben unsere Kinder nicht gehört. Und manchmal haben wir unsere Kinder gehört. Und das ist wirklich das, was dann auch uns erinnert. Und ich möchte dir ein bisschen von mir erzählen, weil unser Sohn mich einfach so sehr nochmal daran erinnert, wie wichtig es ist, den Kindern der neuen Zeit zuzuhören. Und sie sprechen schon mit uns im Mutterleib. Meine älteste Tochter ist ja genau 20 Jahre älter als unser kleiner Mann hier. Und meine Reise fing mit ihr an, unsere Reise fing mit ihr an, schon in der Schwangerschaft. Ich war damals noch voll und ganz Mainstream, bin brav zum Arzt gegangen, habe Ultraschall machen lassen und in der 21. Schwangerschaftswoche stellte der Arzt fest, dass Angelina wahrscheinlich eine lippentiefer Gaumenspalte hat.
Und das war ein Wachrütteln für mich. Es war kein Grund für mich, in Panik zu verfallen oder in Angst. Das kann ich nicht sagen. Es war wirklich ein Wachrütteln für mich. Ein okay, gut, dann muss ich jetzt schauen, was ich mache. Und Robert und ich haben dann viel recherchiert. Ich habe bei vielen Kliniken angerufen, habe mich nicht abwimmeln lassen, bevor ich nicht mit dem Professor gesprochen habe. Einfach um zu wissen, okay, was kann ich tun? Dabei habe ich rausgefunden, oh, viele Kinder mit Lippenkiefer-Gaumenspalte werden erstmal den Eltern weggenommen und kriegen eine Magensonde gelegt und kommen ins Kinderkrankenhaus. Oh mein Gott, auf keinen Fall. Das war mir damals schon klar. Und ich habe festgestellt, es gibt ganz verschiedene Operationsmethoden und dies und das. Und da wusste ich, ich brauche das Beste. Und so habe ich eine Klinik in Berlin gefunden, wo die Ärztinnen sehr engagiert waren, mit mir gesprochen haben. Ich bin da hingefahren. Die waren sehr unterstützend, sehr andersdenkend. Und sie haben zu mir gesagt, du musst unbedingt stillen. Denn nur wenn du stillst, kann sich nach der OP die Muskulatur super entwickeln. Gut, das waren alles Dinge, über die ich nicht nachgedacht habe, weil ich selber nicht gestillt war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon so ein Gläschen Sterilisator und Fläschchen gekauft. Und da war für mich klar, okay, ich verkaufe das Ding wieder. Ich werde es nicht brauchen, ich muss stillen. Und so hat Angelina mir schon ganz, ganz klar den Weg gezeigt in der Schwangerschaft. Ich habe sie insgesamt, bis sie 7 Jahre alt war, gestillt. Natürlich nicht voll. Voll gestillt hat sie aber tatsächlich, bis sie 2 Jahre alt war. Und danach hat sie immer noch zum Einschlafen und zum Aufwachen und wenn sie sich mal wehgetan hatte, gestillt. Und nein, sie ist nicht verwöhnt. Sie ist ein absolut selbstständiges, starkes Mädchen. Nein, ist sie nicht mehr, eine Frau. Ja, absolut. Einige von euch haben sie ja hier in Guatemala kennengelernt. Sie weiß ganz genau, was sie will und was sie nicht will. Ja, da gibt es immer noch viele Gerüchte, ne? Bezüglich Stillen und so weiter. Doch. Die Kinder brauchen dieses Urvertrauen. Sie brauchen die absolute, bedingungslose Liebe der Mutter. Ja, und so hat sie uns immer mehr den Weg gezeigt durch sie, weil sie keine Milch vertragen hat. Ich habe sie vollgestillt, aber ich habe gedacht, ich muss Kuhmilch trinken. Und über die Muttermilch hat sie dann auf diese Kuhmilch, die ich selber nicht gut vertragen habe, reagiert und hat mir ganz klar gezeigt, nein, Kuhmilch ist Kälbchennahrung. Mama, werd Veganerin. Mama, steig auf Bio um. Das hat sie mir alles gezeigt. Sie hat Ausschlag bekommen, wenn ich nicht biologische Gemüse und Obst gegessen habe. Und über das Stillen. Und hat sie mir gezeigt, nein, nicht mehr. Ja, und so sind wir durch sie wirklich Veganerinnen geworden. Veganer geworden. Und dann sie ist einmal geimpft worden, zum Glück ziemlich spät. Und auch da hat sie mir gezeigt, Nebenwirkungen, nein, das ist nicht gut. Und das war dann das Ende des Impfens. Und ich habe angefangen, Naturheilkunde zu studieren und bin durch sie wirklich auf diesen Weg gekommen, mich wieder natürlich zu ernähren, uns natürlich zu ernähren, mich mit der Natur, mit Mama Erdes Heilkräften auseinanderzusetzen, meine Tochter natürlich auch auszuleiten, zu entgiften, genau wie mich. Und einfach einen ganz anderen Weg zu gehen, den Weg zu mir selbst. Das hat sie mir gesagt. Das hat mir mein Kind gezeigt. Geh den Weg zu dir selbst, find dich selber. Das, was ich so lange abgeschaltet hatte, hat sie hervorgebracht. Und ich hätte natürlich auch nicht hinhören können. Ich hätte das alles ignorieren können. Ich hätte wieder mal mit ihr zum Arzt gehen können, mit irgendwelchen Cortison-Cremes arbeiten können. Aber nein, für mich war klar, ich muss diesem wunderbaren Wesen, das ich so bedingungslos liebe, folgen. Das habe ich einfach so tief gespürt. Und ich weiß natürlich heute, das war eine Seelenverabredung. Und so konnte ich einfach unglaublich viel von jedem Kind lernen. Jedes Kind hat mir so viel gezeigt, zum Beispiel, dass sie keine Spielsachen brauchen, dass sie ganz glücklich sind in der Natur mit Stock und Steinchen. Dass es viel mehr darum geht, die Nähe zu den Eltern zu haben, alle Trennung aufzuheben. Das haben sie mir auch gezeigt. Unsere Kinder, unsere damals 4 Kinder, sind mit uns den Einweihungsweg gegangen. Und ich höre das immer wieder. Ja, ich kann ja nur spirituell sein, wenn mein Kind schläft. Nein, das ist so wichtig. Das Kind will das ja leben. Gerade die Kinder der neuen Zeit, die sind schon an dem Punkt, die müssen nicht erst warten, bis sie 30 sind, wie wir das damals mussten, bis sie mit Spiritualität anfangen. Nein, sie wollen das jetzt leben. Sie wollen dabei sein, sogar schon in der Schwangerschaft.
Und es ist so wichtig, unsere Kinder Anteil nehmen zu lassen, auch an unseren Prozessen. Es geht nicht darum, dass wir immer perfekt sind als Mütter. Das sollten wir wirklich hinterfragen oder als Väter. Es geht vielmehr darum, dass wir authentisch sind, dass wir uns zeigen, wie wir sind. Ja, dass wir auch mal weinen vor unseren Kindern und sagen, du, bei mir kommt gerade ein altes Thema hoch. Ich habe viel Schmerz erlebt in meinem Leben. Und das möchte jetzt einfach von mir gefühlt werden. Ich habe mir das lange nicht erlaubt. Und Kinder verstehen das. Die verstehen das schon mit einem Jahr. Die verstehen das schon mit einem Monat. Weil es sind weise Seelen. Vielleicht viel weiser, als wir es sind. Und das hat so viel mit mir gemacht. Es ging damals einfach gar nicht anders. Und meine Lehrerin hat immer gesagt, Kinder gehören dazu. Und natürlich lernen sie so auch von Anfang an den Respekt zu haben. Vor dem heiligen, weißen Weg, vor dem Weg unserer Bestimmung, vor dem Weg des Bewusstseins. Sie lernen, ja, natürlich dürfen sie immer dabei sein, aber am heiligen Feuer ist Stille. Am heiligen Feuer geht es um Meditation, geht es darum, mit dem Heiligen zu kommunizieren. Und sie sind eingeladen, dabei zu sein. Und wenn sie dann spielen möchten, dann können sie vom Feuer weggehen und dort spielen. Und es ist einfach so schön, wenn Kinder mit dieser Heiligkeit aufwachsen, anstatt in der Trennung aufwachsen, wo wir die Trennung auch so oft aufrechterhalten. Und für mich war auch klar durch meine Kinder, dass dieser Weg der Trennung beendet werden muss. Dass Familien zusammengehören, dass Familien die Seelenbestimmung einer Familie, wir sind ja zusammen als Seele, haben wir eine Seelenvereinbarung, sind zusammengeführt worden. Und wir sind wirklich hier, um auch den Weg gemeinsam zu gehen. Ja, um auch gegenseitig ineinander was hervorzuholen und nicht davor wegzulaufen, sondern miteinander weiterzugehen. Und diese Trennung, die in unserer Welt so normal geworden ist, auch die Trennung so, du gehst jetzt mit einem halben Jahr oder mit 3 Jahren in die Kita und danach gehst du zur Schule und so weiter, auch das kreiert so viel Trennung. Und auch das darf jetzt endlich mal hinterfragt werden, ob das der richtige Weg ist. Der richtige Weg in die neue Zeit, weil die neue Zeit spricht nicht von Trennung. Die neue Zeit spricht von Einheit, von Harmonie, von Gleichgewicht. Und das heißt, wenn wir das wirklich wollen, dann müssen wir jetzt die Samen dafür säen und nicht darauf warten, dass das jemand anderer für uns tut. Nein, jeder von uns lebt ja in seiner eigenen Welt. Jeder von uns lebt in seinem eigenen Universum und wir müssen erstmal unsere Welt, unsere Realität dahingehend verändern, dass sie zur neuen Schwingung passt. Und das heißt, wir können nicht mehr die Verantwortung an andere übergeben, ja, der und der wird das lösen, ja, da irgendwann wird es offen sein in Deutschland mit Homeschooling, mit Freilernen und irgendwann wird das möglich sein und das und bis dahin warte ich. Nee, es geht jetzt nicht mehr um Warten. Es geht jetzt ums Handeln und das gehört dazu in dieser Welt des Wandels, denn wir sind hier in physischer Form, wir sind hier in unserem Körper, wir sind hier in dieser dreidimensionalen Welt, um diese dreidimensionale Welt zu verändern und das geht nur durch Bewusstwerdung, durch Erkennen und dann natürlich auch durch Veränderung, durch Verändern im Denken, verändern im Bewusstsein, aber auch Veränderungen in der Handlung. Also das ist wichtig, das gehört alles zusammen und nicht mehr abwarten, bis es jemand anderer tut. Das ist, wie gesagt, Verantwortung abgeben. Und unsere Kinder erinnern uns ja an unsere Verantwortung. Wir haben die Verantwortung, das alte Trauma, das so viele Generationen weitergegeben wurde, zu durchbrechen. Wir haben die Aufgabe, deswegen kommen die Kinder der neuen Zeit zu uns. Ja, ich habe 8 Kinder und alle lehrten mich so unglaublich viel. Unser 3. Kind ist ein besonderes Kind, was man oder was viele Ärzte in der westlichen Welt als behindert bezeichnen würden, aber das tue ich nicht. Denn natürlich ist jedes Kind ein besonderes Kind, aber besonders diese besonderen Kinder bringen ganz viel Erinnerung und ganz viel Wandel mit. Und mein besonderes Kind hat so viel in mir hervorgebracht, denn es fiel mir schwer, ihn anzunehmen. Und er zeigte mir damit immer wieder klar, was mir wirklich schwerfällt, mich selbst anzunehmen. Wirklich Ja zu sagen zu meiner Bestimmung. Ja, das fiel mir so schwer. Ich hatte so eine Angst davor.
So eine große Angst hatte ich davor. Und all das Leid, was ich in meinem Leben erlebt habe, waren ja schon die Hinweise dafür, dass ich immer noch versuche, meine Kraft klein zu halten. Dass ich immer noch versuche, in dieser Welt gesehen und anerkannt zu werden. Aber dass es doch um was ganz anderes geht. Dass ich meine Kraft lebe, dass ich meine Samen hier sehe. Dass ich mit meiner Kraft die Welt mitverändere. Und das hat er mir so klar gezeigt. Und mich daran erinnert. Und das kann ich wirklich von jedem Kind sagen. Jedes Kind hat seine besondere, seine einzigartige Energie, so wie wir das auch haben. Meine fünfte Tochter, mein fünftes Kind, die Lana Kali. Mit ihr war ich schwanger, als ich eingeweiht wurde. Und ich habe von Anfang an so eine unglaublich starke Kali-Energie gespürt. Kali ist eine der dunklen Göttinnen. Sie ist die, die die Dämonen ans Licht bringt. Sie ist die, die die Dämonen in uns tötet. Sie ist die, die uns einlädt zum wilden Tanz der schwarzen Göttin, um nicht mehr vor unseren Ängsten davonzulaufen, sondern unseren Ängsten ins Licht zu blicken, unseren Dämonen ins Auge zu blicken und sie damit zu enttarnen. Und damit gehen sie, damit verschwinden sie, damit merken wir, wir sind viel stärker als diese Angst. Wir haben die Kraft in uns, jegliche Angst zu überwinden. Und diese Kraft habe ich so stark gespürt und genau deshalb heißt sie auch Lana Kali. Und ja, sie war bei mir in der Einweihung und genau das war, was sie erleben wollte. Sie hat dadurch auch schon die Einweihung miterlebt und natürlich mitempfangen. Und die Kali-Energie ist auch die Shakti-Energie, die urweibliche Kraft. Und diese Kraft ist die, die so stark in dieser Geburt mit ihr geflossen ist, wo ich wirklich vibriert habe, ohne mein Zutun. Ich habe einfach vibriert. Ich habe während der Wehen das Om gechantet und habe dabei vibriert. Alles in mir hat vibriert. Om. Und alles hat vibriert. Ich habe vibriert. Diese Vibration kam aus meinem Schoß. Das war die Shakti-Energie. Die Shakti-Energie, die so stark war. Ich war oben und Robert war unten im Haus mit den anderen Kindern. Dass er diese Shakti-Energie gespürt hat, unten einen Stockwerk tiefer. Und Lana Kali wurde geboren als Sternguckerkind. Ja, sie blickte zum Kosmos. Damit zeigte sie mir ganz klar, Mama, ich trage die Erinnerung in mir. Und ich hatte keine Schmerzen, gar keine Schmerzen. Sie ist in einer halben Stunde geboren, aus dieser Vibration, aus dieser Shakti-Energie heraus. Ja, und das merkt man auch bei ihr heute noch. Sie ist 9 Jahre alt. Ja, und der Robin, unser sechstes Kind, auch er hat ganz viel gemacht. Er trug so viel bedingungslose Liebe, so viel Hingabe in sich und tut es heute noch. Und Lorelei hat nochmal einen ganz tiefen Schmerz in mir hochgebracht, wo ich erneut in meinem Leben eine Nahtoderfahrung hatte während meiner Schwangerschaft und durch eine ganz starke Transformation von einem Seelenanteil in mir gegangen bin, wo es um die absolute Hingabe ging. In meinem Leben ging es immer um Hingabe, aber diesmal ging es um die absolute Hingabe. In dieses absolute Vertrauen, dass obwohl ich durch diese Transformation gehe, es meinem Kind trotzdem gut geht. Mein Kind es genauso miterleben wollte. Mit dieser Transformation in diese Welt kommen wollte. Ja. Und natürlich auch dadurch Heilung. Ich durfte dadurch sehr viel Heilung erfahren und sehr viel Erinnerung. Und nochmal eine tiefere Öffnung zu meiner Kraft. Ja, und so war ich natürlich offen für alles mit unserem Sohn. Ich wusste auch, er bringt viel mit. Ich wusste, auch mit ihm darf ich mich einfach hingeben. Und als ich spürte, dass er kommen möchte, sagte ich ja. Ich fühlte sofort ein ganz, ganz klares Ja zu ihm, zu seiner Seele.
Und er ist das erste Mal zu uns gekommen im August 2022. Und 2 Monate später, im Oktober 22, sorry, ich bin ein Jahr zu spät, 21, August 21 und im Oktober 21 ist er wieder gegangen. Ich habe schon viele Fehlgeburten begleitet. Das war die erste, die ich erlebt habe. Eine kleine Geburt. Und auch damit hat er mich unglaublich viel gelehrt. Denn er ist tatsächlich gegangen, nachdem ich in einem Einkaufszentrum war, in dem auch gleichzeitig ein Impfzentrum war. Das heißt, ich selbst habe in dem Moment Shedding erfahren. Ich habe gespürt, ich habe das wirklich in meiner Gebärmutter gespürt. Ich habe gespürt, dass er geht. Ich hatte auch vorher Träume, aber ich habe diese Träume nicht ernst genommen. Ich habe gedacht, ich bin sehr gut in meiner Kraft. Ich bin sehr gut energetisch und körperlich geschützt als Veganerin. Ich habe gedacht, das macht mir nichts aus, obwohl ich die Warnung von der geistigen Welt und auch von meinem lieben Mann bekommen habe. Aber manchmal müssen wir diese Erfahrung wirklich sehr tiefgreifend machen und das hat er mir einfach gezeigt. Denn in dieser Schwangerschaft wollte er was anderes. Er wollte Rückzug. Er wollte, dass ich mich ganz fokussiere, nicht auf Menschenmengen im Einkaufszentrum. Er wollte, dass ich wirklich energetisch ganz, ganz klar bin. Dass ich viele Zeremonien mache, dass ich ganz viel in der Natur bin. Und auch an den Kraftorten. Und ich habe diese Botschaft verstanden, ganz klar. Und bin dieser Botschaft auch gefolgt. Und so kam er dann im Dezember 21 erneut zu mir. 2 Monate später. An meinem Maya-Geburtstag. Die Essenz des Feuers. Und das war für mich ein ganz, ganz besonderes Geschenk. Und da habe ich nochmal ganz klar gefühlt, ja, genau darum geht es. Die Essenz des Feuers, am heiligen Feuer zu sein und zu sitzen. Das heilige Feuer in mir lodern zu lassen. Das heilige Feuer, Kanal zu sein für das heilige Feuer der Erde und des Kosmos. Und mit diesem Feuer, das durch mich fließt, das in Mama Erde, das im Kosmos fließt, die Menschen zu unterstützen, ihr Feuer zu erinnern. Ja, und so war es eine intensive Zeit, 9 Monate, mit Medizinwegen, mit 2 Reisen hier in Guatemala. Und auch danach erneut einem Medizinweg, einem Festival. Es war sehr intensiv. Aber es war wunderschön. Es war so schön. Menschen des Wandels waren dabei. Menschen der neuen Zeit. Menschen, die jetzt bereit sind, ihren Weg zu gehen. Und das hat er damit gezeigt, das hat er damit ans Licht gebracht. Worum geht es jetzt wirklich? Es geht nicht mehr um dieses Außen, im Einkaufszentrum zu sein, mit Energien zu sein, die uns gar nicht gut tun. Und ich glaube, das ist eine Botschaft für uns alle. Wie oft sind wir mit Menschen zusammen, um es ihnen recht zu machen, um ihnen einen Gefallen zu tun und merken, das tut uns nicht gut. Wir werden vielleicht energiekrank dadurch. Es fühlt sich dann so an, als ob uns Energie gezogen wird, aber wir stimmen ja ein, indem wir uns in diesen Raum begeben. Wir geben ja unsere Energie. Warum? Wir achten nicht auf das Gleichgewicht. Ich erzähle immer wieder in meinen Medizinwegen, in meinen Frauenkreisen darüber, wie wichtig das ist, dass wir immer die kosmischen Gesetze leben. Und eines dieser Gesetze ist das Gesetz des Ausgleichs. Das heißt, ich höre das immer wieder so oft von Fremdenergien und der zieht mir Energie und der zieht mir Energie. Ach ja, damit gebe ich ja wieder die Verantwortung ab. Du bist schuld, dass mir Energie gezogen wurde. Ne? Kann ich jetzt genauso sagen mit dem Erlebnis, was mir passiert ist, werde ich aber nicht. Denn ich habe natürlich die Verantwortung zu mir genommen. Ich habe die Zeichen nicht beachtet. Ich bin an einen Ort gegangen, von dem ich weiß, der hat mir noch nie gut getan. Einkaufszentrum tut mir einfach nicht gut. Weil da sind einfach viele unbewusste Energien.
Und ich bin nicht mehr in diesen Energien. War ich noch nie. Und ich bin hier, um die Energie auf diesem Planeten anzuheben. Genau wie auch du. Und das heißt, warum hänge ich da immer noch ab? Warum mache ich das? Warum tue ich das? Aus alten Gewohnheiten, aus altem Schmerz heraus. Und dann wundere ich mich, wenn ich dieses Ungleichgewicht kreiere, indem ich dem folge, den alten Mustern, dem alten Schmerz in mir, dass ich mich hinterher energiegesaugt fühle. Die anderen sind nicht schuld. Du bist da bereitwillig hingegangen. Und das hat er mir ganz klar gezeigt auf allen Ebenen. Guck, mit wem du deine Zeit verbringst. Verbringe deine Zeit mit Menschen, die wirklich den Bewusstseinsweg gehen, die wirklich den Wandel gehen wollen. Und so ist das entstanden, was die 9 Monate entstanden ist. Es sind so viele Visionen zu mir gekommen. Visionen von den Medizinwegen, von dem Festival, von den Reisen. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es wirklich 2 Reisen stattfinden. Aber es war so. Es war so, weil diese Kraft einfach gelebt werden wollte, weil er auch einfach zu den Kraftorten wollte, weil er inmitten der Energien der neuen Zeit sein wollte. Das heißt, von Menschen, die klar sagen zu ihrem Ja sagen zu ihrem heiligen Weg. Und er ist ja nun geboren aus dem Schoß des Feuers. Oh ja, mein Schatzi. Aus dem Schoß des Feuers, aus der Energie von Großmutter Kat, die das ist, die Essenz des Feuers in sich trägt. Und ist jetzt im 4. Monat der Schwangerschaft, als plötzlich die Vision da war, du brauchst einen Feuerstein. Okay. Ein Feuerstein. Obsidian habe ich ja immer dabei, ne? Kommt ja eigentlich auch aus der Kraft des Feuers, aus der Vulkankraft, aus dem Schoß der Erde. Immer dabei. Als Kette, als Ring. Bei jeder Zeremonie, bei überall. Ich habe ganz viel Obsidian. Und nee, der ist gut, der ist super, weiter dabei haben. Aber nein, es muss ein Feuerstein sein. Okay, gut. Und dann gucke ich, welche Feuersteine gibt es? Und sofort fiel mein Blick auf den Feueragaten. Feueragat, der so viele tanzende Regenbogen in sich trägt. Und ich wusste, ich brauche diesen Stein. So habe ich meine Freundin angerufen. Nee, ich bin hingefahren sogar noch am gleichen Tag oder am nächsten Tag. Und sie hatte keinen Feueragat. Aber sie sagt, sie hört sich mal um. Und am nächsten Tag ruft sie mich an und sagt, Alicia, heute ist ein Steinhändler bei mir vorbeigekommen und hat ganz viele Feueragaten hier gelassen. Dann ist sie ein paar Tage später zu mir gekommen und so kam dieser Stein zu mir. Und er hing wirklich die ganze Zeit, die Kette ist ziemlich lang, auf meinem Bauch. Ja. Und der Feueragat hat wirklich die Eigenschaft, den Raum zu halten. Auch unbewusste Energien abzuhalten. Und er ist der Stein des Mutes und der Stein der Leidenschaft. Er hilft uns, unserem Weg zu folgen, Mut zu haben, unserer Kraft zu folgen, Ja zu sagen zu unserer Kraft, immer mehr. Ja. Und ich weiß, mein Sohn, das hat er mir nochmal gesagt, kurz vor der Geburt, braucht er auch noch ein bisschen Mut, um hier in diese Welt zu kommen. Denn er wusste natürlich, in welche Welt er kommt. Und ich habe es euch ja auch erzählt in meinem Geburtsvideo, dass ich nochmal vor der Geburt ganz intensiv mit ihm in der Kommunikation war und ihm gesagt habe, dass er hier immer geliebt und geschützt wird. Ja, und jetzt geht er mit uns die Visionssuche. Und das ist seine Botschaft. Es ist jetzt die Zeit, Ja zu sagen zu deiner Bestimmung, zu deiner Kraft. Es ist die Zeit, aus dem Außen, aus den Ablenkungen, aus den alten Mustern rauszugehen und wirklich nach innen zu gehen. Nach innen und zu erkennen, wer du bist. Und ja, dir als Kind der neuen Zeit wurde nicht zugehört. Doch das kannst du jetzt nachholen, indem du dir selber zuhörst. Indem du wirklich wieder nach innen gehst. Dir zuhörst, in Begegnung gehst mit deinem inneren Kind. Mit deiner inneren Essenz, mit deiner Seele, mit deiner Seelenkraft, indem du wirklich wieder lauscht. Du dir selbst lauscht, du dir zuhörst.
Jetzt bin ich bereit zuzuhören. Jetzt bin ich hier, um wirklich Ja zu sagen, um den Stimmen zu lauschen, um meine Kraft zu leben. Und dafür ist jetzt die Zeit. Es ist die Zeit zuzuhören, wahrhaftig zu begegnen, wahrhaftig zu sein. Es ist die Zeit, unseren wundervollen Kindern zuzuhören. Und das können wir aber nur, wenn wir erstmal uns selbst zuhören. Das lehrte mich mein Weg als achtfache Mutter. Immer mehr, mit jedem Kind mehr. Du kannst deinen Kindern nur dann wirklich wahrhaftig zuhören und auf sie eingehen. Ja, ich höre dich, mein Schatz. Wenn du dir selber zuhörst, wenn du erstmal erkennst, wer du bist, wenn du deine Wahrhaftigkeit wieder lebst, wenn du Ja sagst zu deiner Kraft, wenn du dich eben nicht mehr versteckst, sondern deinen heiligen, weißen Weg gehst. Dafür ist die Zeit. Es ist die Zeit vorbei, Verantwortung abzugeben. Es ist die Zeit vorbei, zu warten. Schau dich in der Welt um. Schau wirklich hin. Schau mit offenen Augen hin, was geschieht. Und auch das, was geschieht, auch wenn es unbequem ist, geschieht für uns alle. Damit wir wieder in die Eigenverantwortung gehen. Damit wir uns wirklich erinnern, wer wir sind. Damit wir eben wirklich Ja sagen können. Und manchmal muss erst das Alte zusammenbrechen, damit das Neue entstehen kann. Ja, vor ein paar Tagen hatten wir die Kraft von Kameh. Das ist die Kraft von Sterben und Neugeburt. Und die Neugeburt, wir sind ja noch im Trisena, im Maya-Monat von Kavok, die kann nur dann stattfinden, wenn erstmal das Alte stirbt. Und das passiert gerade in uns, um uns herum. Und wir müssen keine Angst haben vor dem Sterben. Wir dürfen erkennen, dass auch der Tod Segen bringt. Danach kommt immer die Neugeburt. Und es geht um Hingabe an Leben und Tod, um Hingabe an deine Kraft, um Hingabe an deinen Seelenplan. Und je mehr du Ja zu dir selbst sagst und damit auch beginnst, dich selbst zu lieben, desto mehr kannst du auch deine Kinder wirklich bedingungslos lieben. Kannst deinen Kindern zuhören, ohne zu sagen, nein, dafür gibt's eh keine Lösung. Es gibt für alles eine Lösung. Das heißt, hör deinem Kind zu, wenn dein Kind dir sagt, ich will keine Maske aufsetzen, ich will nicht mehr in die Schule. Hör deinem Kind zu, dein Kind zeigt dir den Weg in die neue Zeit. Dein Kind zeigt dir auch für dich so viel auf, wie ich dir gerade erklärt habe mit meinem Sohn. Wenn wir wirklich hinschauen, können wir die Botschaften für uns erkennen. Können wir erkennen, was für uns ansteht, was das Beste für uns ist und können noch tiefer in unsere Kraft eintauchen. Und das wünsche ich mir einfach für dich, für uns alle. Ich bin hier als Botschafterin der Urvölker. Ich bin hier als Brückenbauerin. Ich bin hier, um dich zu erinnern. Um dich zu erinnern, dass du genau wie ich, wie wir alle, eine tiefe Seelenkraft in dir trägst. Dass deine Seele hierher gekommen ist, um nicht nur den Wandel zu beginnen, zu initiieren, sondern auch um den Wandel zu vollziehen. Wir sind die Menschen, auf die wir gewartet haben, auf die wir vielleicht immer noch warten. Das sind wir. Wir sind hier. Wenn du nicht dazugehören würdest, würdest du jetzt nicht dieses Video schauen. Das ist auch eins der kosmischen Gesetze. So höre hin, lausche hin, lausche deinen Kindern, lausche deinem inneren Kind, lausche deiner Seele und geh den Weg zu dir selbst. In 3 Tagen beginnt der neue Maya-Monat des heiligen weißen Weges. Das ist eine besonders kraftvolle Energie, die uns dann 13 Tage begleiten wird. Es ist die Energie, um deinen Weg zu öffnen, aber es braucht natürlich dein klares Ja. Die geistige Welt, die kosmischen Großmütter und Großväter können dir nur helfen, wenn du wirklich klar Ja sagst. Sonst geht es nicht. Du musst dich entscheiden und du musst Ja dazu sagen. Du musst dem Ruf in dir folgen. Du kannst dich natürlich auch dagegen entscheiden. Wenn du spürst, jetzt ist die Zeit, dann lade ich dich noch ein, bei unserer Visionssuche dabei zu sein. Sie beginnt, wie gesagt, am Sonntag mit 1E, Hun-E,
der Weg in deine Kraft, der Weg in deine Bestimmung und damit aber auch der Weg der Menschheit. Denn wir sind ja Teil dieses großen Ganzen. Alles, was wir in uns heilen, was wir in uns öffnen, was wir in unserer Realität verändern, geben wir auch geheilt ins Kollektiv und tun somit natürlich etwas für die gesamte Welt. So bist du herzlich eingeladen, jetzt noch dabei zu sein. Eine besondere Gelegenheit in dieser Zeit des Wandels, wenn du wirklich wieder du selbst sein willst, wenn du deinem Ruf folgen möchtest, wenn du dir selber wahrhaftig begegnen möchtest, wenn du dir selber wahrhaftig lauschen möchtest und damit auch deinen Kindern den Weg zu öffnen und sie zu begleiten. Denn wie ich vorhin schon sagte, wie willst du deine Kinder in ihre Kraft begleiten, wenn du selber nicht in deiner Kraft stehst? Das ist nicht möglich. Wenn du aber in deiner Kraft bist, wenn du deine Bestimmung lebst, dann kannst auch du deine Kinder optimal Hand in Hand begleiten. Ja, ihr Lieben. Ich schicke euch ganz viel Kraft und ganz viel Segen und ich freue mich auf die gemeinsame Visionssuche ab dem 2. Oktober. Wir beginnen wie immer mit einer Zeremonie, um deinen weißen Weg zu öffnen, um dich an deine Bestimmung, an deinen Seelenauftrag zu erinnern. Ich freue mich auf dich, ich freue mich auf uns und unser kleiner Sohn Aiden natürlich auch. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ja, und PS, ihr Lieben, Robert spielt jetzt noch hier ein für euch das wunderbare neue Lied von unserer Medizinfrau Clara, die ihr schon aus dem letzten Medizinweg kennt, wenn ihr dabei wart. Sie ist wunderbarer Kanal für die geistige Welt und bringt so ganz wundervolle Kraftlieder hier in diese Welt. Im letzten Medizinweg hat sie schon ganz, ganz wundervolle Medizinlieder mit uns geteilt. Eines davon hat sie hier in Guatemala, sie war auch auf der Reise dabei, auch schwanger übrigens, für uns in die Welt geboren und für uns gesungen. Und jetzt hat sie passend für den heiligen weißen Weg wieder ein Lied empfangen. Die Kinder, wir sind die Kinder der neuen Zeit. Die Kinder der neuen Zeit, die Ja zu ihrer Kraft sagen, die Ja zum weißen Weg sagen. Es ist eine Premiere, eine öffentliche Premiere hier und sie wird auch im Medizinweg wieder dabei sein und das eine oder andere Kraftlied für uns singen, um euch zu erinnern über ihre Lieder. Und in Kürze wird es auch möglich sein, dank vieler, vieler Spenden von euch, hat sie jetzt ihr Profi-Equipment und kann die Lieder jetzt in hoher Qualität aufnehmen und bald wird es dann möglich sein, ihre Kraftlieder als Download herunterzuladen, so dass ihr auch in eurem Alltag, in eurem Leben jederzeit diese Kraftlieder hören könnt. Wir sagen euch Bescheid, wenn es soweit ist. Im Moment noch nicht, aber Clara arbeitet daran. Also danke nochmal an dieser Stelle an dich, liebe Clara, für dein Ja zu deiner Kraft und mit der du uns beschenkst. Alles, alles Liebe nochmal an dieser Stelle und bis Sonntag. Wir sind die Kinder der neuen Zeit, mitten im Wandel sind wir bereit, voller Vertrauen in unsere Kraft, den weißen Weg zu gehen. Wir sind die Kinder der neuen Zeit, mitten im Wandel sind wir bereit, voller Vertrauen in unsere Kraft, den weißen Weg zu gehen. Wohin führt mich mein Weg? Ja, warum bin ich hier? Diese Fragen, sie begleiten mich
und führen mich zu mir. Ich werde still und fühle tief in mich hinein. Da gibt es noch was Altes, das mich hindert, ganz da zu sein. Was gibt es da noch zu heilen, damit ich meinen Weg frei gehen kann, damit ich die Bestimmung endlich leben kann, damit sich meine Seele frei entfalten kann, auf dem Weg, der meinem Inneren so ganz und gar entspricht, der weiße Weg. Er führt mich durch die Schatten in mein Licht. Voller Vertrauen in unsere Kraft, den weißen